Hallo Officer, ich bin ein Schwarzer. Das ist unsere kleine Freundin und wir werden Sie jetzt nicht mit Waffen bedrohen. Bitte reden Sie und gestehen Sie uns alles, was Sie wissen. Listen, the hotel security system is fried. Some of the security systems are deactivated and some of the key corridors have been blocked, including the one to the parking garage. War klar. Needs to be rebooted. Luckily, you can reset it manually in a server room. But first you gotta get past those bloody psychos. I used to work with those poor bastards. Jesus Christ. Weißt du, an welchen Schauspieler erinnert mich der? But it does take some time. Follow the on-screen instructions and there shouldn't be a problem. Watch your back though. Ich weiß es nicht. And what is in there? Sieht der so ein bisschen aus wie Tommy Lee Jones? Nee, ne? So ein bisschen jünger? Jetzt stell dir mal, komm mal her und stell dir mal Tommy Lee Jones so 40 Jahre jünger vor. So die Nase und so, also. Guck mal, der dreht sich ja sogar mit mir mit. Egal. So, wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen Schläge austeilen. Hier müssen wir durch. Ah, da ist der Dicke wieder irgendwo. Let's see what we got here. Große Batterie, LP3000 Batterie, nee, 4000, hoppla. Diese Batterie, ne, die kann man so geil verkaufen. Alkohol, Magnet. Ich hab die Tür extra zugemacht, ne? Weil wir müssen hier nämlich das erste Ding machen, ne? So, ich glaube, der macht das jetzt automatisch, oder? Ich hoffe mal. Ja, da ist der Dicke. Machen wir die Tür zu. Weißt du, wie der Dicke hier vorsteht, ne? Ah, sieht man nicht. Wie der Dicke hier vorsteht und nichts macht. So, wo bist du denn? Ich komme erstmal zu dir. Ich will erstmal helfen. Habe ich schon mal das erste Terminal angemacht? Das erste habe ich schon angemacht. Ich hab mal, das war gleich vorne dran, Lukas. Das hast du vorbeigelaufen. Man müsste von hinten die so, wenn die einen nicht bemerken, ne, müsste man die so mit Messerschlag töten können. Das wäre geil. Also wenn man einfach so an den. Ja, du weißt, was ich meine, ne? Ja, ja. Oh, kleiner FPS-Einbruch gerade. Oh, kein Leid. Oh, ich kann gerade nichts machen. Erstmal Tür zu machen, Alter. Ich habe gerade 8 FPS, Alter. 9 FPS. Okay. Siehst du mich noch, Lukas? Shit. Aua. Fuck. Das ist jetzt echt komisch. Ich habe 5 FPS gerade. Nein, jetzt habe ich den Alkohol getrunken. Ich fasse es nicht. Ich glaube, mein Internet spackt gerade mal wieder rum. Ja, jetzt geht's, glaube ich, wieder. Nein, ich weißt du jetzt... Erst mal Alkohol, Alter. Jetzt habe ich 1 FPS, Alter. Ohne Spaß, was ist los? Lukas, du musst ihn leider alleine machen. Ich kann gar nichts machen. Ich kann mich nicht mal bewegen gerade. Ja, ich werde hier die Aufnahme erstmal abbrechen. Ja, hallo liebe Freunde und nochmal willkommen zurück. Ich denke mal, ihr werdet gehört haben, wie ich gesagt habe, ich werde jetzt hier mal kurz unterbrechen. Ich werde da wohl einen Cut reinsetzen müssen. Und Fraps zieht schon wieder, ich kann schon wieder nichts machen. Es laggt schon wieder total rum. Ja, ja, man sieht ja, dass es laggt. Dann würde ich sagen, ich weiß jetzt nicht, ich weiß gar nicht, ob ich den Timer dieses Mal gestartet habe. Die Folge geht jetzt ungefähr 6 Minuten. Ich habe den Timer übrigens schon wieder nicht gestartet. Ich kann gerade überhaupt... 6 Minuten haben wir den ganzen Shit jetzt hier gebraucht? Ja, ich würde sagen, das könnte eine extrem kurze Folge sein, weil ich habe gerade 1 FPS, ich kann gerade gar nichts machen. Also, es geht gar nichts bei mir. Dann, wir werden jetzt wahrscheinlich ein bisschen weiterspielen. Ich werde dann wahrscheinlich das mehr oder weniger zusammenschneiden. Mal gucken, ob ich das... Das so funktioniert. Hinkriegen werde ich schon, aber. Ja, du buggst bei mir zum Beispiel gerade einfach nur so durchs Bild. Ist jetzt ganz schön scheiße, aber wir haben den Dicken gerade besiegt und wir haben noch Molotow-Bauplan bekommen. Und jetzt geht's gerade wieder komischerweise. Also, es ist extrem komisch. Manchmal geht es nicht. Jetzt habe ich die Tür erstmal zugemacht. Ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Meine Festplatte wird keinen Speicher mehr haben. Ja, das ist auch eine Idee. Ja, Leute, ich werde auf jeden Fall jetzt hier mal kurz einen Cut setzen. Und dann werden wir uns dann gleich wiedersehen. Tschüss, bis gleich.
So Leute, da sind wir wieder. Ja, ich hatte doch tatsächlich noch echt 1 GB frei auf meiner Festplatte. Und deswegen hat Fraps ein bisschen rumgespackt. Ich hoffe, ihr verzeiht uns, dass er so ein bisschen ja, zwischendurch da hart rumgeleckt hat. Na, können wir jetzt nicht mehr ändern. Aber wir haben es auf jeden Fall geschafft. Und wir müssen jetzt nochmal mit dem guten Mike reden. You bloody made it? Good. The door to the parking lot is unlocked. And a large part of the system is up and running again. I'm just worried about the power in the parking lot. Ja, das ist die einzige Sorge, die ich habe. Einzige Sorge, die ich auch habe, ist der Strom in der Tiefgarage, weißt du? Zombie-Apokalypse. Worüber macht er sich Sorgen? Über Strom in der Tiefgarage, Alter. Seine Sorgen würde ich haben. So, wo ist da meine Axt, Alter? Jetzt gibt's. Müssen wir runter oder hoch? Runter, aber ich wollte gerade mal hier lang. Muss man nach oben gucken gehen erstmal. Ah, Batterie gefunden. Feuerzeug. Oh, ich hab gerade 6 EP bekommen. Ey, ich bin fast nächstes Level. So, oben noch irgendwas? Nee, ne? Nee. Lol, jetzt bin ich extra hochgekommen, nichts ist. Nee, da ist nichts. Na, bei einem Zombie oder so, ne? Da ist schon wieder ein Konflikt. Draht! Ich hab Draht gefunden, Lukas. Lol, zurück. Da war doch eine Workbench. Ja, aber hast du einen geilen? Ja, natürlich habe ich einen geilen Basie. Los, komm mit. Wie geil ist denn dein Basie? Der ist eigentlich nicht schlecht, der hat... Wenn der besser ist als meiner, würde ich den gerne haben, weil du nimmst doch eher die Schnittwaffen als die Schlagwaffen. Der hat gerade 145. Oh ne, okay, da ist meiner sogar ein Stück besser, glaube ich. Ne, ich glaube, ich bin zu weit hochgegangen, ich Idiot. Ja, du bist zu weit hochgegangen. Ja. Da habe ich noch was, habe ich noch mit einmal. Und Messer nochmal gefunden, also... Ja, guck mal, wenn du mich nicht hättest, ne, dann... So, dann, ja, warte mal, ich mach das mal schnell mit dem Handel hier. Ich werde auch mal ausprobieren, so, wo haben wir das denn? Du brauchst also nur den Draht, ne? Jo. 2 Drahte auf jeden Fall. So, 2x Draht bekommst du von mir und ich muss mir jetzt einfach irgendwas geben dazu. Ja cool, kriegst du Draht. Lol, ich hab 1 Draht, the fuck. Dann gib mir 1 Draht, dann kriegst du 2 Draht und dann. Oh ja, Bolte, das ist gut. Dann kann ich nämlich. Weißt du, was ich da machen kann? Das ist geil, dass du mir jetzt den gegeben hast, dann kann ich nämlich auch einen anderen Bauplan machen. Bolzen und Muttern, nur habe ich dafür nichts. Ich brauche Metall-Baseballschläger, Polizeiknüppel, Metallknüppel und schweren Knüppel. Lol, weil wir uns jetzt hier selbst Mollys machen können, ne? Mit Lappen. Ja, ja. Ich weiß nicht, wie viele Lappen ich habe, aber ich mache einfach mal. Ich hatte nur 2 Lappen, okay. 2 Lappen, aber ich habe immer noch unglaublich viel Alkohol. Wie viel hab ich denn? Ich hab erstmal wieder 4 Mollys. Ich hab noch 9-mal Alkohol, Alter. Jetzt hab ich auch 2 Schlitze, Alter. Weißt du, ich hab bis auf die Axt hab ich keine einzige, benutze ich keine einzige Schnittwaffe, ich hab nur stumpfe Waffen. Zweimal den 2 Schlitzer hier, Alter. Der eine ist nicht so gut, der andere ist deutlich besser. Ist der andere. Und ich glaube minimal besser. Ich hab 2 Hackmesser dabei, wo das eine geil ist, der andere. Mir gefallen die Basics aufgrund der Reichweite einfach. Ach nö, ich will da nicht durch, Lukas. Das darfst du schon alleine machen. Ja, hast du Molly oder sowas? Ah, ich hab Mollys. Na gut, dann lass die erstmal noch so wegschnetzeln. Toll, ich will doch nur looten, ihr scheiß asozialen Dreckspenner. Wie viel Schaden machen die, Alter? Das ist total krank. Oh lol, da ist der Dicke. Alter, ich wollte schon sagen, das war doch kein normaler. Ich wollte schon sagen, wer war das denn, Alter? Weil er mich schon wieder trifft, der Arsch. Scheiße, mich auch. Weißt du was? Ich werfe jetzt einfach mal alle Waffen da auf ihn, die ich habe. Lass die Waffen mal, die gehören mir, ne? Was sind alles meine? Alle Waffen, die hier liegen, sind meine. Einmal zurück zur Workbench, du kannst auch gerne hier unten bleiben. Also okay, das ist meine Universalaxt, ich wollte schon sagen, Alter. Was willst du denn jetzt machen?
Na, ich bin gerade in Stufen aufgestiegen, dann kann ich das geile Hackmesser, das ich vorhin hier Stufe 14 hatte, da noch, kann ich jetzt gleich nochmal aufbessern. So. Ich bin auch eine Stufe hoch. Er kommt auf mich zu, erster Schlag mit dem Brecheisen, Kopf zertrümmert. Gut, schafft ihr schon mal ein bisschen die Gegend aus. Kleber. Und hier noch so. Hier hinten ist gar nichts. Ich bin auch falsch gelaufen. Aber ich bin Stufe aufgestiegen, das heißt, ich kann jetzt erstmal in mein Inventar gehen. Das zweite Überleben-Ding hier machen. Das bringt zwar nichts, aber egal. Als nächstes die Kugeln. Oh, ein bisschen brauche ich noch, ey. Damit ich meine Sache da habe. Ach, hier vorne ist ja der Truck. Den habe ich, also hab ich gar nicht bemerkt. Du hättest ja gar nicht hochlaufen müssen, Lukas. Warum? Weil ich glaube, wir das mit dem Truck zurück zur Cinemoy fahren. Na gut, trotzdem. Was getan ist, ist getan, ne? Oh, ich steig gar nicht, ich fahre. Oh. Ja, gut. Oh ja. Also aussieht wie so ein Postauto irgendwie. Ja, ne, Bankauto. Weil der Zombie auch ausweicht, Alter, als wenn. Immer noch Kapitel 3, Alter. Und wir, das ist jetzt... Das Stahl, das haben wir jetzt erst abgeschlossen, deswegen steht es noch da wahrscheinlich. Ja, aber ich meine, Alter, das ist jetzt... Ich glaube, das sollte die 19. oder 20. Folge sein, Alter. Naja. Wir sind noch im ersten Akt. Ich fahre... Lol, hast du den Zombie da gerade gesehen? Den Zombie. Alter, man sieht fast ja nicht mit dem Auto, Mann. Lol, ich bin ausgestiegen, Lukas, warte auf mich. Bin das unerfindlich? Nein, ich bin überfahren, Alter. Los, steig ein hier. Drinne. Verkehr. Automatik habe ich bekommen. Das ist Errungenschaft. Errungenschaft, lol. Ja, mit dem Auto irgendwie eine gewisse Anzahl Zombies umfahren oder so. Gut, ab sofort fahre ich. Garantiert nicht. Ich will auch mit dem dicksten Auto hier um die Ecke fahren. Das Geile ist, man sieht fast nichts in diesem Auto, ne? Weil die Fensterscheiben so tief sind. Arzt tot. Arzt. Das Auto wird nicht mal langsamer, wenn ich jemanden überfahre. Schön. Der klebt auch noch ein bisschen an der Windschutzscheibe. Abkürzung. Oh, Alter, was war das gerade für eine geile Kurve. Und da war irgendwo ein Baum. Irgendwo ist gut. Der war auf einmal da, gar nicht dafür. Weißt du, die Zombies so geil alle mitgenommen, weißt du, dann bin ich an so einem scheiß Baum gescheitert, ey. Es war aber, weil der auch an einem Baum hängen bleibt, ne, anstatt der da volle Kanne gegenfährt, aber nö. Was geil ist, die Fensterscheiben bleiben hier, glaube ich, heil in dem Auto. Pass auf, der bleibt jetzt auch an dem Stahltor hängen, Alter. Natürlich bleibt er am Stahltor hängen. Verlasse das Fahrzeug. Ich wollte noch ein bisschen weiterfahren. Alter, gucken wir mal an, was für einem Ding wir hier angefahren gekommen sind, ey. Ohne Spaß. Geil, ne? So, ah, ich wollte jetzt gerade an die Brücke. Da unten steht immer noch die Trinkpäckchen, Alter. Und Cinemoy wird wieder sagen, dass wir, nichts haben. Warte, ich geh gerade mal zum Händler gucken, was der so hat. Ah, ich hab gar nicht, ich hab nicht so viel Cash gerade, ich hab nur 2400. Muss denn hier? Was hat er so? Nichts Tolles. Schlagringe. Flansch. Flansch Streitkolben. 350 Wucht! Also ich könnte dir eine Eigenbaumachete Stufe 16 geben. Alter, 350 Wucht, Junge, ohne Spaß. Wo bist du denn? Ach, du bist oben, okay. Sag, wo ist er denn hingelaufen? Wo ist er denn hingeschlawinert? Hingewascht.
Aber jetzt die Frage, kann ich mir zwei Mollys machen oder habe ich nur 9 Alkohol? Ich habe nur 9 Alkohol gehabt, scheiße. Safe here for now. Good job. Ich hab ein Gewicht gefunden. I didn't want to say so, but I was afraid it might not be there. Diamanten. We heard somebody on the radio. Oh, ich hab gleich schon mal mit chopper going down. From what they said, the crash site's pretty close by. Maybe you can check it out. Ja klar, machen wir. Ja, weil du das auch gemacht hast, jetzt wissen wir jetzt. Ein Schocker. Geil. Geil, das hört sich gut an. Warte mal. Du hast. Ja, ich wollte nur die dann Diamanten nehmen und den, Black Hawk down, Alter. Warte mal, bleib mal so stehen. Black Hawk down, das könnte ich sein. Bleib mal kurz so stehen. Was denn? Oh, hallo, schöne Lady. Ja, es ist irgendwie falsche Rollen, ne? Ja, weil es weiß ja keiner, aber ich bin ja eigentlich eine Frau und ich bin ja eigentlich sehr feminin. Und, ja, also mein richtiger Name ist ja, Louisiana Diane, die 24. Ja, so und sieht's auch aus, Alter. Motorteile im Mülleimer gefunden. So. Die Diamanten. Ich weiß nicht, aber war es das jetzt eigentlich schon wieder für die Folge oder was meinst du? Noch läuft gerade allerdings. Ja, die Diamanten müssen wir, glaube ich, verkaufen, oder? Oder können wir die 1500? Ich glaube, die können wir verkaufen, oder? Aber ich glaube, ich behalte die mal lieber noch, oder? Ja, ich behalte die auch gerade mal. 124 im Spind gefunden. Ja, ich weiß nicht, ich kann ja mal kurz gucken, wie weit das Ding ist. Also was ich der schon wieder ein Fertigkeitspunkt frei, dann mache ich doch gerade mal das hier voll. Nee, Quatsch, das hier meine ich. Ah, ich loote ja nochmal so ein bisschen alles, was ich so finde, ne? Bin mal gespannt, für den Schocker brauchen wir doch bestimmt diese Batterien und all sowas, ey. Ich schau dem Arzt auch immer wieder deine Sachen. So, ich gucke jetzt mal kurz auf den Timer und wenn der... Ach ja. Ich würde mal sagen, das passt mit den Folgen, die wir da zusammenschneiden müssen. Und außerdem habe ich fast keinen Platz mehr auf dem Dings, Alter. Auf der Speicher, auf der Festplatte, ein bisschen scheiße, aber egal. So, ja, Freunde, dann würde ich sagen, der Wagen steht andersrum. Wer hat den Wagen umgeparkt? Ich weiß es nicht. Hängt auf Bar neu, aber auch, Alter. Ich greife den Bankwagen erstmal an hier. So, ja, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und ich glaube, er hat auch gerade gespeichert, ne, Lukas? Also. Müsste er, ja. Ja, weil wir mit Zinn nochmal geredet haben. Unsere nächste Quest ist, wir müssen, glaube ich, zum Strand fahren und dieses Flugzeug finden. Ich glaube, da können wir gleich noch so eine andere Mission machen. Jo, ich denke, da machen wir erstmal ein paar andere Sachen, ne? Wieso? Ich würde sagen, das machen wir jetzt. Da fahren wir jetzt erstmal gleich hin, oder nicht? Also, ich würde sagen, da können wir da gleich hinfahren. Ich guck mal nochmal ganz kurz. Wir haben noch ein bisschen Zeit in der Folge, glaube ich. Falsche Taste. Ich drücke mal auf die falsche Taste. Quest. Black Hawk Down ist die Hauptquest. Untersuche das Wrack des Hubschraubers. Schalte den Strom in diesen Bereichen wieder an. Ja, das ist die eine Aufgabe da mit dem Dings. Ah, Lukas, wir können, glaube ich, gar keine andere machen. Nee. Wir müssen die machen. Okay, dann würde ich sagen, dann können wir die vielleicht sogar noch in der nächsten Folge machen. Also machen wir die auf jeden Fall in der nächsten Folge. Und warum fährst du denn schon los, Alter? Ach ja klar, weil du die Errungenschaft haben willst, ja, kleiner Eier, ja, ne? So, ja, dann weiß ich nicht. Ich glaube, eine Folge aufnehmen können wir noch, Lukas. Ich glaube, eine Folge habe ich noch Platz auf der Festplatte. Und dann würde ich mal sagen, dann verabschieden wir uns jetzt für diese Folge. Und dann sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Jo, ciao.